Ja, jetzt sind wir hier in Bursa. Wir haben heute die ersten Treffen gehabt mit den ersten zwei Firmen. Wie hast du das so allgemein empfunden? Wie war dein Eindruck jetzt halt von heute Morgen, von dem ersten Treffen? Also zunächst war mal natürlich sehr spannend, überhaupt in so eine fremde Kultur zu kommen, wo wir ja in Deutschland üblicherweise relativ wenig Bezug dazu haben, wie es in dem Land tatsächlich auch in der Industrie aussieht. Und von dem her muss ich sagen, war ich sehr überrascht über dieses Industriegebiet, das ja, sagen wir, relativ neu zu sein scheint und doch jede Menge große Firmen angesiedelt sind da. Ja, es ist doch auch sehr viel Neubau da. Ne? Man hat gesehen, es bewegt sich hier einiges. Es ist hier wirklich was im Aufbruch. Richtig. Und wie hast du so von den Menschen her empfunden, wie die sich so uns gegenüber gegeben haben? Oder? Also die Gastfreundschaft ist natürlich, denke ich, schon mit an erster Stelle hier. Also es war jetzt ja mein zweiter Türkei-Aufenthalt oder ist der zweite Türkei-Aufenthalt geschäftlich und das hatte ich beim ersten Mal auch schon den Eindruck, dass du immer herzlich willkommen bist und dass die Türken auch wirklich stolz sind, ihre Firmen dir präsentieren zu dürfen. Immer ist jemand da, der einem irgendwie mit irgendwas versorgt. Genau. Ob es jetzt türkischer Kaffee ist oder Tee oder... Richtig. Ob es jetzt Snacks zwischendrin sind, gell? Auch die Vorbereitung, also man hat schon deutlich gesehen, die waren vorbereitet, haben ihre Besprechungszimmer entsprechend ausgestattet gehabt. War schon beeindruckend von dem her. Ja, auch die Hallen, sehr beeindruckend, was da so mit diesen Pressmetallen alles so passiert, ne? Folgeverbund. Allerdings, also da rührt sich was. Wenn dann die Presse zugeht und der Boden vibriert, ist schon nicht ganz schlecht. Deswegen auch die Stöpsel. Genau, richtig. Nee, von dem her schon, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch wieder interessant zu sehen, in Deutschland wäre so eine Produktion voll automatisiert und hier geht halt nur sehr viel manuell. Werden die Bleche von Hand eingelegt, von Hand entnommen, ist, denke ich, schon ein deutlicher Unterschied. Ja. Und für dich, wie war dein Eindruck? Ja, ich fand es auch sehr anregend, mal in einen anderen Kulturkreis reinzutreten, um mal zu sehen, wie lebt man, wie spürt man das Ganze. So ein bisschen Stallgeruch aufnehmen, wenn man so ein bisschen darüber ausdrücken möchte. Ja, richtig. Um mal zu erkennen, wie leben die, wie arbeiten die, wie geht es da vorwärts. Und manchmal funktioniert es halt nicht, aber dann sind sie halt auch ein bisschen spontaner unterwegs und machen dann auch viel mit Kreativität, was so vielleicht mal daneben geht. Ne? Das sehe ich auch so, ja. Und ich denke auch, die Uhren gehen schon ein bisschen anders als bei uns. Also ein Stück weit menschlicher miteinander. Durchaus auch. Also ich habe auch den Eindruck gehabt, dass die Mitarbeiter jetzt hier nicht wirklich ausgebeutet werden. Die kriegen zwar vielleicht keinen hohen Lohn für das, was sie leisten, aber unterm Strich, ich meine, wenn man die Kantine gesehen hat, das Mittagessen ist inbegriffen, müssen sie nichts dafür zahlen. Das ist doch, denke ich, auch nicht ganz schlecht, oder? Ja, das hat was. Genau. Ja, die brauchen sich um nichts kümmern, großartig, ne? Ja, da bin ich schon mal gespannt, wie jetzt die nächsten Tage noch so verlaufen. Ja, das wird gut. Morgen geht's weiter. Genau. Dann auf zum nächsten Streich. Jawohl.